Die Türen sind wieder auf im soziokulturellen Zentrum, wenn auch unter anderen Bedingungen. Der Hygieneplan zur Corona-Pandemie schreibt so einiges vor und der Weg in den Konzertsaal gleicht einem Labyrinth. Vorbei am Desinfektionszimmer und Spucktüchern braucht es vor allem viel Platz für die Mitglieder des Orchesters. Für das Jugendblasorchester kann es damit aber endlich wieder mit den Proben losgehen, was Stadtmusikdirektor Rainer Ramlow glücklich stimmt. Sehr schönes Gefühl, es sind alle happy und ja, wir freuen uns, dass wir uns heute alle treffen wieder, auch wenn es ein bisschen anders wird wie sonst. Wir lassen uns überraschen, aber gutes Gefühl, schönes Gefühl. Die Zeit ohne Musik war lang, der Saal leer. Wir haben ja hier nun ein Vierteljahr, also genau 13 Wochen, keine Probe mehr gemacht und das gab es, seitdem ich das Orchester leite und das ist schon eine ganze Weile, noch nie, nicht mal zur Flut. Um die Proben wieder durchführen zu können, waren so einige Anpassungen nötig. Ein klar abgestimmter Hygieneplan, Abstandsmarkierungen, Spucktücher und ganz wichtig auch der dazugehörige Spuckeimer. Die Wegeführung mit Ein- und Ausgang sind klar geregelt. Wir haben alles vorbereitet, was die Hygienebestimmungen vorschreiben. Und das Praktische werden wir dann gleich sehen, was rauskommt. Wir sind selber gespannt. Die Theorie passt, aber wie läuft die Praxis? Dass vorerst einige Herausforderungen bewältigt werden mussten, war allen klar. Für die Mitglieder des Orchesters hieß es erst einmal Position finden, sich sortieren. Es war alles etwas ungewohnt und zur Kommunikation mussten große Distanzen überwunden werden, bei denen der ein oder andere Lacher garantiert war. Jana, wie war dein Wochenende? Viele Dinge mussten aufgrund der Umstände neu abgestimmt werden. Es gab viel zu sortieren, ob Spucktücher oder Noten. Große Distanzen glichen großen Herausforderungen. Diese wirklich unwirkliche Situation musste erstmal festgehalten werden. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Nachdem dann alle auf ihrer Position angekommen und bereit waren, eröffnete der Orchesterleiter die Probe. Mehr oder weniger. Verstehen Sie mich schon mal, oder ist es so besser? Unter großem Unmut musste er leider mit etwas Negativem beginnen und die angekündigten Veranstaltungen absagen. Und auch das Kulturfest im September in Anhalt ist abgesagt. Demzufolge erklangen auch die ersten Töne. Oder auch nicht. Es ging ans Nachjustieren. Der eine vergaß die allseits beliebten Spucktücher, woanders passte die Lautstärke nicht. Der Beginn der ersten Probe war noch mit vielen Fragezeichen verbunden. Versuch 2. Oder auch nicht. Was passt, ist auf jeden Fall der Humor. Für alle ist es ein tolles Gefühl, wieder gemeinsam zu musizieren. Also es ist erstmal sehr schön, dass wir überhaupt wieder Musik machen können und dass wir uns auch wenigstens alle wiedersehen und mal von Weitem winken dürfen. Es ist natürlich eine völlig ungewohnte Situation. Also man ist so weit auseinander, man hört sich anders als sonst. Man muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen und natürlich auch die 3 Monate jetzt ohne Musik. Das ist schon was Besonderes, heute wieder spielen zu können. Aber es ist auf jeden Fall viel besser als die Zeit vorher. Man fühlt sich wieder wie ein Verein und wie jemand, der überhaupt Musik machen kann. Und ich denke, wir sind alle sehr dankbar, dass wir heute, wenn auch unter strengeren Auflagen, hier wieder Musik machen dürfen. Maria arbeitet im Krankenhaus und hatte in den vergangenen Monaten sehr viel zu tun. Die Musik hat sie dabei sehr vermisst. Wie so alle. Und nach den anfänglichen Schwierigkeiten waren dann doch alle schnell wieder in ihrem Element, ob Dirigent oder Musiker. Rainer Ramlow reagiert mit positivem Feedback. Mit einem Schmunzeln wurde die Situation genommen. Trotz eigenartiger Umstände überwiegt bei allen die Freude, wieder vereint zu sein. Die Proben laufen somit wieder. Bleibt nur noch zu hoffen, dass es neben den Proben bald auch wieder solche Bilder zu sehen gibt.